Das Pathfinding ist echt nervig manchmal. Aber na gut, wir sind jetzt in der Mine und sollten ein bisschen vorsichtiger sein. Na nun. Noch mehr Abenteurer, huh? An eurer Stelle würde ich verschwinden, solange es noch geht. Ich habe schrecklichen Geschichten über das Schicksal derer gehört, die tiefer in die Minen vorgedrungen sind. Warum? Was habt ihr gehört? Nun, mein Freund Ruffy kam gerade noch mit seinem Leben davon, jawohl. Kleine Dämonen sprangen aus den Wänden und jagten ihn. Er wäre tot, wenn die Wächter nicht herbeigeeilt wären. Natürlich sind jetzt die Wächter tot. Der alte Ruffy läuft hier irgendwo herum. Fragt ihn, was er gesehen hat, und er wird es euch erzählen. Okay, also hier oben scheint noch gearbeitet zu werden. Nur weiter unten scheint es gefährlich zu sein. Oh, Waffen. Okay. Na gut, nehmen wir einfach mal mit. Du stehst im Weg. So, Ruffy also. Dann schauen wir nochmal. Hast du noch was zu sagen? Gestern war ich unten auf Patrouille, hab die Leiche von einem der Bergleute gesehen, die da vor ein paar Wochen umgekommen sind. Das Angsteinflößende war, es hat mich auch gesehen. Wie jetzt? Die Leiche? Also Untote. Na gut, als Paladin ist das auch genau das Richtige. Und hier wird es ganz schön dunkel, aber es ist auch Sackgasse. Bist du Ruffy? Nein, du bist nicht Ruffy. Scheint ja echt riesig hier zu sein. Ich glaube, ich huste Blut. Das klingt nicht gut. Na komm, lass Gerogon durch. Bergarbeiter Leslie. Viele, viele Wände. Überall. Kein Platz zum Atmen. Kein Platz zum Atmen. Okay, er ist echt an der Grenze. Sie sagten wohl, sie bezahlen ausgezeichnet. Von kleinen Löchern haben sie wohl nicht gesprochen. Nein, die Räume sind zu klein. Jawohl, die Räume sind zu klein. Geht es euch gut? Was? Seht ihr die Wände nicht? Wände überall. Kein Platz zum Atmen. Kein Platz zum Atmen. Sie sagten wohl, sie bezahlen ausgezeichnet. Ja, er wiederholt sich nur. Er ist wohl wahnsinnig geworden hier unten. Was ist mit dir? Sind dir die Wände auch zu klein? Was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe gehört, in letzter Zeit habe es mit der Mine Probleme gegeben. Ich möchte versuchen, euch zu helfen. Ich weiß nicht, was ihr daran machen könnt. Sicherheitsprobleme gegeben. Das Eisen, das wir hier rausholen, zerbröckelt fast sofort, sobald es gegossen wird. Und was ist mit den Bergleuten? Sie verschwinden dauernd, einer nach dem anderen. Im Moment fehlen mir vier. Allein in den letzten paar Wochen haben wir mindestens noch fünf begraben. Ja, das ist nicht gut. Und weg ist er. Aber so eine Bergleute sind ja auch nicht wirklich gut bewaffnet. Das heißt, es muss nicht unbedingt was Gefährliches sein. Ein Besucher. Welch herrlicher Tag. Wir bekommen hier unten nicht viele, wie ihr euch vorstellen könnt. Geht ihr hinunter in die Minen? Ich dachte, wir wären schon in den Minen. Wenn ja, könntet ihr Kylie diesen Dolch zurückgeben? Er hat ihn fallen lassen, als er neulich in die Mine ging. Und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Sicher, ich bringe seinen Dolch zurück. Vielen Dank. Ich bin sicher, er wird es zu schätzen wissen. Gegenstand bekommen. Dolch. Kylies Dolch. Okay. Okay, sie sind leicht bewaffnet. Aber was auch immer die Bergarbeiter umbringt, wird nicht so stark sein, dass das mit einer ganzen Truppe schwer bewaffneter Krieger aufnehmen kann. So, Kobold. Das werden aber wohl hoffentlich nicht die Dämonen sein, von denen gesprochen wurde. Und es war auch nur ein einziger. Da ist auch eine Sackgasse. Da lang, genau.
geht's wieder zurück zum Anfangsbereich. Also hier. Und was ist das? Verseuchtes Eisen. Verseuchtes Eisen. Dieses Eisen scheint mit einer Art giftigen Substanz beschichtet zu sein. Es ist zwar reine Spekulation, doch überlegt, ob das die Verseuchung des ganzen Eisens der Region verursacht. Naja, aber wenn jemand manuell das ganze Zeug aufträgt, das ist ziemlich aufwendig, oder? Naja, das nehmen wir mal als Beweismittel mit. Und jetzt unten rum, okay. Ganz schön verschachtelt hier. Und wir haben immer noch nicht den Weg nach unten gefunden. Also in die eigentliche Mine. Ah, okay. Hier geht's wohl in die eigentliche Mine, aber gucken wir uns den Rest nochmal kurz an. Wir besuchen hier immer noch diesen Bergarbeiter Kylie, oder? Nee, Kylies Dolch hatten wir. Wow, wie werden angerufen? Okay, da war wieder ein Kobold. Was ich gerade sagen wollte. Genau, wir suchen ja Kylie, um den Dolch zu bringen. Aber die wird unten sein, oder der. Und dann war da noch ein Bergarbeiter mit einem besonderen Namen, den ich auch wieder vergessen habe. Und den sollten wir ausfragen. Hier wird nur Eisen drin sein, oder? Ja. Eisen, das wir nicht gebrauchen können. Hier sind zwei Wachen. Wer bist du? Es gibt noch viel zu tun. Bob, der Bergarbeiter. Endlich ist jemand da, um uns zu retten. Wisst ihr etwas darüber, was hier geschehen ist? Sicher weiß ich, was los ist. Was wollt ihr wissen? Was mit den vermissten Bergleuten ist, haben wir schon erfahren. Was ist mit dem Erz? Oh, wir liefern nicht mehr so viel wie früher. Es läuft aber ganz gut, wenn man bedenkt, dass wir zu wenig Leute haben. Ich dachte, du weißt, was los ist. Dann dürftest du doch auch wissen, was mit dem Erz los ist, oder? Na gut. Obenrum geht's wieder zurück dahin. Das heißt, wir gucken kurz da rein. Nun siehst du, hier geht's auch noch lang. Ich glaube, ich huste Blut. Bergarbeiter Marvin. Ich glaube, ich huste Blut. Hallo, ihr da, was wollt ihr wissen? Nee, wollt ihr was? Also, was glaubt ihr, was mit den Minen geschehen ist? Wusstet ihr es nicht? In den Minen spukt es. Die Geister all derer, die in der Mine umgekommen sind, wollen uns alle töten. Nee, wahrscheinlich eher die Kobolde, die uns angegriffen haben. Sie sagten, sie würden mich verschonen. Okay. Sie mochten mich, jawohl. Das konnte ich in einem kleinen glänzenden Augen ablesen. Ihr habt etwas gesehen? Natürlich habe ich etwas gesehen. Ich habe mich schön lange mit dem kleinen Kerl unterhalten. Das muss ja interessant gewesen sein. Ein verrückter Mensch auf der einen Seite und ein verdutzt guckender Kobold auf der anderen Seite, der nicht weiß, was los ist. Ich hätte ihn auch gebeten, mit dem Spuk aufzuhören, wenn der Aufseher mich nicht getreten hätte. Er meinte, ich würde bei der Arbeit schlafen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, können wir. So, hier lang, kurz nach runter gucken und dann geht's eine Etage tiefer. Bisher hat... Ja, das ist eine Mine, da muss es dunkel sein, hm, Kleiner. So. Und da unten wird es hoffentlich auch ein bisschen gefährlicher. Weil die zwei Kobolde hier, die waren ja echt lachhaft. So dunkel hier unten. So, wer bist du? Dunkel hier unten. Bergarbeiter Dilak. Was? Oh, hier ist noch so einer, der uns retten will. Ja, danke. Macht schon, versucht die Mine von allen Bösen zu befreien und lasst euch töten wie die letzten paar. Die letzten paar was? Abenteurer, ihr Idiot. Ihr glaubt wohl, ihr seid der Erste, der uns alle zu retten versucht. Wohl kaum. Und ich wette, ihr werdet auch nicht die Letzten sein. Das wurde uns bisher nicht gesagt, dass noch andere Gruppen hier reingeschickt wurden. Jedenfalls, soweit ich mich erinnern kann.
hier noch was? Ein Fass, das leer ist. Super. Na gut. Also diese Etage hätten wir abgedeckt. Jetzt müssen wir hier runter. Stampf, 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 stampf. Oh, der Weg ist ja wenigstens nicht so lang. Und die Magierin läuft wacker vor. Mit ihrer Rüstungsklasse 10. Wird also quasi immer getroffen. So. Alle Mann dahin. Und schauen mal, was mit den Dämonen auf sich hat. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. So. Sie kommen. Diese Teufel sind überall. Hilfe, rettet mich. Dämonen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Seid kein Narr. Ich habe noch nie von einem kreischenden Dämon gehört. Nee. Fürchtet euch nicht, wir werden verhindern, dass euch etwas zustößt. Aber ich, da sind sie, da sind sie. Oh, das sind schon ein paar mehr. Ja, aber die fallen schnell. Ah, nein, Düner hier. Du nicht im Nahkampf. Schön da bleiben. So, das war's auch schon. Hey, du da. Komm zurück. Sonst läufst du noch in die nächste Gruppe, Kobolde. Okay, hast selber Schuld. Erstmal läuft er panisch weg und dann geht er nicht zum Ausgang, sondern wieder rein in die Mine. Na gut. Wenigstens wird Imrun immer genug Pfeile haben. Die haben ja jeder jeweils einen Stack dabei. So. Schauen wir doch mal weiter. Wir müssen immer noch diesen einen Kühli finden. Und den Dolch abliefern. Kobold, Kobold. Quiek, quiek. Also wenn das die ganze Bedrohung ist, dann werden wir hier schnell fertig sein. Zauberspruch, schön, schön. Wir sollten auch darauf achten, ob das Erz hier unten auch kaputt ist. Oder verseucht, wie auch immer. Weil wenn es nur oben ist, wäre es ja komisch. Belästige mich nicht. Und sonst nichts wirklich Wichtiges. Okay. Lasst uns, wir haben viel zu tun. Wir suchen aber eigentlich noch einen von euch. Hier ist aber eine Sackgasse. Okay, gehen wir da lang. So. Wo gehen wir lang? Da ist noch ein Zwischengang. Gehen wir mal da rum. Dass hier unten zwischen den ganzen Kobolden noch Leute arbeiten, ist ein bisschen komisch. Bist du Kühli? Kylie? Dingens? Bleib stehen. Ich bin so müde. Ne. Habt ihr was zu sagen? Ich werde euer Treiben in meiner Garde beobachten. Sie warten nur auf einen Feind, den sie sehen können. Sie haben dieses verdammte Katz-und-Maus-Spiel mit dem Ding da unten satt. Dem Ding? Das sind nur eine kleine Kobolde. Na gut. Hier irgendwas zum Abstauben. Sollte der Minsk machen, der kann ein bisschen mehr tragen. So. Okay, hier ist also auch nichts. Aber wenn sie von unten sprechen, heißt es, geht noch eine Etage tiefer. Aber schauen wir uns erstmal hier zu Ende um. Ja, Imuren, lauf ruhig vor.
Hast ja bloß 16 Leben. So, kurz ein paar Pfeile zu ihr. Die Dämonen sein, von denen gesprochen wurde. Hier ist auch überall Eisen und ist auch verseucht. Oh, tote Bergarbeiter. Wir sollten ein bisschen vorsichtiger werden. Langsam kriegen wir schon Schaden. So. Und Pfeile und Gold. Na gut, weiter. Noch mehr tote Bergarbeiter, noch viel mehr tote Bergarbeiter. Das soll wohl uns jetzt sagen, ab hier wird's gefährlich. Aber gucken wir mal. Oh, 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 ja, es werden mehr. Ich meine, die sterben trotzdem noch ein, zwei Schlägen, aber wenn die alle einmal auf einen Charakter schießen, tut das schon weh. Hey, komm. So, dann gehen wir erstmal hier unten rum, um das Gebiet abzudecken. Das goldene Schmuck sammle ich später ein. Das ist ja ein richtiger Stamm hier unten. Na super. Ja, sie hätte nicht vorlaufen sollen. Was machen wir jetzt? Das ist natürlich ärgerlich. Na gut. Machen wir diese Etage noch leer. Und danach versuchen wir für sie eine Wiederbelebung zu bekommen in Nashkel. Oder in Beregwast wahrscheinlich eher. Ach ja. Magier mit 4 Lebenspunkten sollten definitiv nicht vorlaufen. Oh, wo geht's denn hier lang? Geht's da runter? Gucken wir doch mal. Yep, da wollen wir also nicht lang. So, da müssen wir noch gucken. Oh, hatte sie eigentlich irgendwas dabei? Das bleibt hier auf dem Boden liegen. Wo war das? Hier irgendwo, ne? Schriftrolle müsste sie ja nicht gehabt haben. Hier sind nur die von den Kobolden, die Sachen. Na gut, ich pausiere mal kurz das Video, suche nach ihren Sachen und gehe dann hier aus der Mine raus und in die nächste Stadt, um sie wieder zu beleben. Das dürfte eine Weile dauern, wird ziemlich uninteressant sein. Also, bis gleich.